Recht herzlich willkommen zur 55. Folge von Navarion. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, bin ich durch das Tor geflogen oder bin ich davor stehen geblieben? Gute Frage, ne? Wir machen mal gerade F9, zoomen mal raus. Und ich glaube, wir sind schon durch. Ich mache mal gerade so und wie man sieht, ist hier nicht ganz viel drinne. Dann sind wir doch schon durchs Tor durch, denke ich. Hier ist jetzt eine Station, die möchte einen Auftrag haben. Gucken wir uns den doch mal gerade an. Was haben wir denn da? Ressourcenknappheit, 20 Antriebsaggregate. Da weiß ich nicht, wo die sind. So, unser Schifflein da nochmal zeigen. Hier ist es. Wer ist das denn? Warum ist das denn gelb? Station, okay. Irgendwer anders und deswegen, oder was? Ja, ist ein andere Fraktion ist das und deswegen ist das wahrscheinlich gelb. Ja, gute Frage, was wir jetzt dann. Lass mal gerade reinschauen hier. Na, und haben wir 7000, das ist ja schon mal reichlich. Dann Südosten, nein, ich glaube, wir sind nicht durch das Tor. Ich bin nur bis davor geflogen. Das müsste das Südwesttor, nicht Südost. Südwesttor sein. Dann sind wir nicht dadurch geflogen, habe ich vorher abgebremst. Alles klar, dann jagen wir mal da durch. Und dann schauen wir mal, was dahinter so los ist. Aha, gut, da geht's weiter. F9, rauszoomen, einmal. Sektor begutachten. Gibt's nichts Interessantes? Sehe ich ein Ausrufungszeichen? Sehe ich auch nicht. Hier ist ein Solarkraftwerk. Es geht nach Westen weiter. Das ist das Nordosttor. Wo ist denn das Westtor? Dann ist das das Westtor, genau. Dann jagen wir da mal hin. Ach, das war die Karte jetzt, das war falsch. Das ist das Tor da wohl, ne? Dann fliegen wir da mal weiter, dass wir da hinkommen und dann schauen wir da mal rein. Ich hoffe, dass mit dem F9 das passt. Na, ja, so, das sind mehrere Asteroiden da oben links. Dann ist das schon so. Okay. Mal los. Mal gucken, dass wir nicht gegen diesen Asteroiden, der da auf dem Weg liegt, mitnehmen. So, und dann in das Tor rein. An der Waffenfabrik kann man eigene Türme bauen. Das weiß ich wohl schon. Da ist aber ziemlich viel Handarbeit angelegt und man muss Ressourcen haben, ne? Das ist auch so ein Ding. Gut, hier gibt es ordentlich viele Aufträge. Wie sehe ich das? Drei Stück an der Zahl. Da gibt es auch einen Asteroiden. Der ist auch gar nicht weit weg. Das bedeutet, den werden wir mal anfliegen. Na, das war nicht F9, ne? Dann klemmen wir den mal, wenn es geht. Aber es sollte gehen. Neune, Zehne. Da gibt es in der Nähe auch Naonit. Okay. Aufpassen, dass wir nirgendwo dran fliegen. Klappt auch. Und für interagieren. Den nehmen wir ein. Dann nochmal 11 und gucken, was wir für eine Kohle dafür kriegen. Asteroiden verkaufen. 11. 111.000. Wir brauchen 3,5 Millionen, um was zu bauen, ne? Ja, das wäre jetzt die Frage, ne? Wie sieht das hier im Sektor aus? Ist der brauchbar? Das war wieder, obwohl, das ist auch nicht verkehrt hier. Ressourcendepot und Edelmetallminen gibt es hier und eine Eismine. Edelmetall ist natürlich cool, ne? Da müssten wir dann mal schauen, was wir mit dem machen. Ich glaube, wir lassen das erstmal so, wie es ist. Und jagen weiter. Wie geht's denn hier weiter? Das ist keine Sackgasse, es gibt wieder ein Westtor. Nicht ein Innenwesttor, sondern ein Westtor. Wo wir dann hinfliegen können, wenn wir dann hier aus diesem Asteroidenhaufen raus sind. So, gucken, ob das Westtor ist. Nein, das ist das Osttor. Da sind wir also hergekommen. Ich hätte jetzt gesagt, gucken wir auf der anderen Seite, ne? Aber das ist hier nicht so wirklich unbedingt so, ne? Na, da ist dann der Asteroid dazwischen, der nochmal. Und jetzt haben wir das Westtor. Da hinten müssen wir also hin. Ach so, lass uns mal gerade nochmal in die Karte gehen und lass uns mal hier definitiv eine Notiz hinterlassen. Oh, ich glaube, gerade
eine Bruchlandung hingelegt. Manche Gegenstände kann man nicht sofort aufnehmen, auch wenn du sie selbst verloren hast. Sehr interessant. Ja. Das ist ja echt doof, ne? Ah, den brauchen wir dann nicht mehr, das wissen wir ja jetzt. Ja. Kurz mal P. Das war Titan. Aber ich glaube, das können wir jetzt auch nicht ändern. Weiß es nie, wie viel es ist, ne? Ob es viel ist oder nicht viel ist. Voll doof jetzt. Wenn man das noch sehen könnte, ne? Hier so anklicken oder sowas, aber das geht ja auch nicht, ne? Jetzt ist mein Tor weg, das ist auch doof. Der sieht schon richtig groß aus, ne? Egal, fliegen wir weiter zum nächsten Tor. Gucken, dass wir nicht nochmal irgendwo gegenhauen, während wir auf der Karte sind. Okay. Das Westtor. Einmal da bitte reinfliegen. Ein bisschen reindriften. Jetzt geht's, oder? Ja. Schauen wir mal weiter, was hier uns der nächste Sektor bringt. Auch sehr groß. Da gibt es ein Ausrufungszeichen, aber nicht nur eins. Hier gibt es natürlich viele Wegpunkte auch, ne? Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ne? Vielleicht ist der Sektor davor gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich würde jetzt erstmal nach Süden fliegen wollen, um da zu gucken, was da Sache ist. Was ist das für ein Tor? Ach, das ist unseres. Okay. Da oben ist eins. Nord-Nordwest. Nee, das möchte ich jetzt nicht fliegen. Das ist dann das West-Südwest. Und ich hätte gerne das Südtor gehabt. Süd-Südost. Das nehmen wir mal. Fliegen wir dahin. Also die Kreuzung hier ist ja schon mal gar nicht verkehrt, dass wenn man da in der Nähe ist, ne? Also vielleicht sollte man den Asteroiden, den wir da eben geclaimed haben, vielleicht nochmal in Augenschein nehmen, dass wir da vielleicht unser erstes bauen, was wir haben. Gut, da sind wir durch. Schauen wir mal dahinter rein. Kommt natürlich auch so ein bisschen an, wie die Wege danach sind, ne? Wenn wir direkt an Feindgebiet sind, ist es auch nicht so dolle. Hier ist jetzt nichts Besonderes, aber okay, hier ist schon ein Reparaturdock. Was haben wir hier? Ein Handelsposten. Ressourcendepot. Da ist nochmal ein Handelsposten von einer anderen Fraktion. Ja, okay, das bringt uns jetzt nicht weiter, ne? Da geht's danach da drüben wieder hin. Ich würde jetzt noch einen nach Süden fliegen wollen. Das ist aber das Osttor. Wo ist das? Da oben ist dann das Westtor. Und da ist schon die andere Fraktion. Vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, an der Grenze zweier Fraktionen zu sein, mit denen man gut kann, ne? Würde vielleicht Sinn machen. Wir fliegen mal einmal nach hier rein und schauen dann noch hin, was da ist. Nauenit hatten wir noch gesehen zuletzt. Also ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Sektor noch was war. Aber den nächsten können wir auf jeden Fall auch noch angucken, wenn, ne? Dann wäre es schön, wenn es nochmal nach Westen oder am besten nach Nordwesten geht. Also hier ist alles gelb bei dieser Fraktion. Hier ist aber auch nichts. Es gibt keine Aufträge. Es ist hier eine Fischfarm. Das ist ein Handelsposten, ne? Ja. Und was haben wir hier noch? Ah doch, da gibt es sogar einen Auftrag bei der Papierfabrik. Ja, dann gucken wir doch mal uns die Papierfabrik nochmal genauer an. Was möchten die denn haben? Papier soll da geliefert werden und das ist 8400, ne? Ja, ist eine nahegelegene Station. Entschuldigung. Lass uns gerade einmal nochmal auf die Karte gehen. Also das weg. Einmal die Karte angucken. Ach so, oh nee, da geht's auch nach Westen. Ist die Frage, wo die nahegelegene Station ist, ne? Vielleicht sollten wir das mitnehmen mal, damit wir mal ein paar Punkte. Aber 8000 ist auch nix, ne? Lass uns das Westtor aufsuchen und gucken, was da weiter ist. Das ist das Südosttor. Und das Westtor ist wo? Hallo, ich hätte gerne das Westtor gehabt. Da. Genau, dann fliegen wir mal zum Westtor.
Schauen wir mal da noch rein. Dass wir da hintergucken und dann müsste es nach Norden noch zweigen. Das wäre super dann, ne? Hier ist ja auch gelb hinter. Schauen wir mal rein. Hier ist schon was los. Und da geht es nochmal nach da. Ja, es könnte sein, dass sich das ganz gut ausmacht gleich, ne? Oh. Schießen die auf uns? Nee. Also hier sind Piraten, ne? Das ist schon mal schlecht. Ein Schiff im Sektor ruft um Hilfe. Okay, das würde bedeuten, wir werden da mal näher ranfliegen. Obwohl wir ziemlich schwach sind, aber vielleicht kriegen wir da einmal Bescheid gesagt. Ich weiß nicht, wie gut wir da aufgestellt sind. Gar nicht gut, sehe ich gerade. Irgendwie fehlt uns eine komplette Waffe, oder? Nee, das war falsch. P brauche ich. Ja, gar keine Waffe, oder was? Das ist ein Geschützturm. Abwracker und Bergbauer. Haben wir denn gar nichts? Nee, das war jetzt wieder falsch. Raus hier bitte. Ich brauche das P. Das B, nicht das P. Und dann mal schauen. Hier ist unser Bolter, oder? Schaden 5. 3-1, 5-8. 19-1. Lasergeschützturm. Und das hier? Doppelkanonengeschützturm. Gut, dann müssen wir die mal bauen, ne? Ist das eben weggeflogen oder so? Ich weiß es nicht mehr, ne? Okay. Und nochmal. Ach so, jetzt müssen wir das noch zuordnen, schnell. Eins. Da raus. Also, das müssen wir ausmachen. Wo sind die Piraten jetzt? Weg, ne? Das ist einer. Ich glaube, die hat es schon erwischt. Nee, da oben. Oh, guck mal an. Sind das Piraten? Das ist die Frage, ne? Wie heißen die? Hitelli? Tei oder so ähnlich? Das sind auf jeden Fall die Bösen, ne? Das ist eine andere Dingens. Wie heißt es? Fraktion, ne? Wir fliegen mal näher ran und gucken mal, dass wir den Hintern hier jetzt kriegen. Da geht's natürlich mit Schießerei richtig zu Gange, ne? Ich weiß nicht, wie unsere Reichweite ist, ne? Irgendwie geht da nichts runter bei dem, ne? Also die Zahl sagt zwar, dass was runtergeht, aber sonst geht da nichts runter. Oder ist da ein Schild vor und der ist dann erst... Okay, super. Jetzt hätte ich aber gern wieder den hier. Oder war es der? Okay, dann war eine Kooperation jetzt angesagt mit denen. Das ist schon mal cool, ne? Okay, dann müssen wir den nur mal kaputt kriegen. Noch das ist das nächste, ne? Und wir sind überhitzt, alles klar. Da kommt noch einer zu Hilfe, okay. Dann sind wir zu heiß. Jetzt müssen wir komplett erst abkühlen, oder wie sehe ich das mit dem Laser? Okay.
Ist ja auch nicht die wunderbare Waffe dann, aber naja, irgendwo muss man die 79 Punkte ja wieder wegmachen, ne? Ja, jetzt soll nur aufpassen, dass wir nicht überhitzen, ne? Weil dann haben wir nichts gewonnen. Ist natürlich ordentlich, was wir da im Weg haben, ne? So, jetzt müssen wir erst ein bisschen abkühlen lassen, sonst können wir gleich nicht mehr schießen. Also da darf man nicht so ganz so schnell mitschießen, ne? Oder wir müssen irgendwas gegen oder für die Kühlung tun, ne? Damit wir so eine Waffe schneller abkühlen. Jetzt ist er wieder zu heiß gewesen. Das ist schlecht. Dann macht ein anderer jetzt den kaputt. Da ist er kaputt. Okay. Das ist ein Jagdschiff. Was ist das da für einer? Eine Fregatte. Ja, ich glaube, wir sollten mal gerade ein bisschen den Abstand in eine andere Richtung verlagern. Und dann von hier kommt die Fregatte vielleicht an. Greifen, ne? So. Ja, treffen ist Pflicht, ne? Das ist ja schwierig, jetzt den da zu treffen, oder was? Sind wir außer Reichweite? Das könnte natürlich sein, ne? Kriegen wir den da eher? Der ist mehr ruhiger am Stehen, ne? Komm mal näher ran. Ich weiß die Reichweite von unserer Waffe jetzt auch gerade nicht. Das ist auch doof. Boah, gibt's doch gar nicht. Zack, jetzt mal richtig nah ran. Kriegen wir den mal hin? Ja, jetzt geht das doch, oder? So, irgendwie was richtig kaputt machen. Wenn wir da einen Ansatz haben. Jetzt ist er zu heiß geworden, ne? Super, oder? Jetzt müssen wir wieder warten. Ja, komm schon, wird kalt. Ist schon ordentlich zu hören, ne? Was ist denn das kleine Blaue? Alles Jäger wahrscheinlich, ne? Okay. Wieder zu heiß? Nein. Nur aufpassen, dass wir genug abkühlen. Die kleinen Jäger sind natürlich cool, die möchte ich auch haben, ne? Ja, jetzt müssen wir gerade ein bisschen abkühlen lassen. Oh, hier links ist auch noch einer von denen, wie man gerade sieht. Okay. Ein bisschen zögerlich, aber jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, wegen Abkühlen.
So, jetzt noch ein Schuss und dann haben wir, na, zwei, aber so viel ist es nicht mehr. Ah, jetzt sind wir wieder zu heiß geworden, super, ne? Ja, und da hat ein anderer den kaputt gemacht, auch schön. Gut, jetzt müssen wir gerade warten hier, aber der ist jetzt auch gleich fertig hier oben. Da brauchen wir schon gar nicht mehr drauf warten, wahrscheinlich. Der ist weg. Da hinten ist noch einer. Das ist ein Kreuzer. Fliegen wir mal näher ran. Da unten ist ein grünes Teil. Vielleicht sammeln wir das mal auf gerade, ne? Bevor das ein anderer uns wegschnappt. Da hatten wir ja auch einen Teil mit zu tun, ne? Jetzt habe ich nicht so ganz verstanden, was hier so läuft, ne? Jetzt haben wir das Teil gekriegt. Generator-Upgrade ist das, okay. Also da bekämpfen sich immer noch welche, aber ich habe keinen. Da will ich nicht eingreifen dann, weil ich wollte nur gegen die Roten kämpfen, wenn, ne? Das ist ja. Die anderen sind alle nicht böse mit uns, sag ich mal. Ich bin ja mit beiden anderen Fraktionen, die am Kämpfen sind, nicht schlecht dran, ne? Jetzt möchte ich hier noch ein paar Sachen einsammeln. Ist natürlich jetzt cool, hier so mittendrin bei den zu sein und dann, ne? Kann ich jetzt hier abwracken? Der Dreier ist oder der Abwracker, ne? Machen wir doch mal ganz einfach, oder? Hier mal gerade ein bisschen abwracken. Kriegen gerade Titan oder wie sehe ich das? Ne. Muss ja erst was kaputt gehen, dann was wir kriegen, ne? Oh, das dauert natürlich auch ewig, bis wir den abgebrackt haben. Okay. Ist aber auch gerade wahrscheinlich ein dickes, fettes Teil, was wir da machen. Den versuchen wir jetzt aber gerade mitzunehmen. Und dann macht mir das hier verdammt viel Krach, ne? Aber mit den kleinen Fightern, das sieht schon cool aus, oder? So, geht da jetzt was kaputt? Schön wäre es, wenn wir ein ordentliches Teil da rauskriegen, was wir mitnehmen können. Das wäre wichtig. Das war jetzt nix, ne? Gut, die Teile gehen schneller. Es war halt eine relativ große Schutzgeschichte wahrscheinlich, ne? Nehmen wir erst das Rote, dann ist er schneller weg hier. Okay. Voll das Gefecht hier im Gange und wir sind am Abwracken, ne? Aber das gehört dazu, ne? Man muss seine Beute da schon machen. Piraten greifen den Sektor an. Unten links sind sie. Ich glaube, die sind hier an der falschen Stelle, die Piraten. Die werden gleich feststellen, was hier Sache ist. Okay. Jetzt noch ein schönes Teil daraus gerade. Bisschen Gold war das. Irgendwie sehe ich leider nicht, wie weit er abgebaut ist, ne? Ja. Wracken wir das ab. Ist jetzt noch. Ah, da sind die Piraten jetzt. Nicht mehr am Rand der Karte, sondern kommen höher. Ist die Frage, wer wird da wen treffen? Ich sehe jetzt auch nicht, wie viel der Kasten da gleich weg ist, ne? Das ist ein bisschen doof. Ah, da ist er jetzt kaputt gegangen. Wo sind die Dreier? Da.
Sind noch auf Distanz, würde ich sagen. Also alles gut. Ja, die kämpfen erst mit jemand anders da hinten, also wollen wir uns da jetzt gerade nicht so einen Gedanken machen, oder? Das ist kaputt. Ja, die drei sind aber auch nicht ohne Glaube, ne? Wenn man da so sieht, wie die da zu Vorwerke gehen. War das jetzt ein Schuss auf mich gerade? Nee, eigentlich nicht, oder? Das sah nur so aus. Jetzt muss ich ein Stück zurück, sonst kann ich das nicht abbauen. Da schießen welche lila. Immer wenn es richtig knallt, dann gibt es auch ordentlich Titan, ne? So, jetzt ist das weg. Ja, der Abwracker, der taucht nicht, ne? Sieht schick aus, aber mehr auch nicht, oder? Okay, jetzt konnte ich es mal wieder anklicken, das Schiff, und sehen, wie viel ich abbaue. Ist da hinten das glitzernde so ein Tor, oder was? Oder ist da einer explodiert, sozusagen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Ja, jetzt möchte ich hier noch was haben. Komm, beeil dich mal. Aber da ist nur ein Pirat da, ne? Den Rest haben sie schon platt gemacht. Also der hatte sich, oder die haben sich hier falsche Stelle ausgesucht, würde ich sagen, ne? So, da ist es auch weg. Hat uns jetzt aber nicht so, und auch 21 Titan hat's gebracht, ne, ist klar. Jetzt zwei von dem anderen, ist das Gold oder was? Ich weiß es nicht. Ach, das sind Credits, 1,3 Millionen, okay. Da wäre es schön, wenn wir mehr davon kriegen, ne? Okay. So, den noch auf jeden Fall. Irgendwo muss doch mal noch so ein schickes Teil sein, oder? Okay. Das bringt uns jetzt nicht viel, ne? Ich glaube, da wrackt doch irgendwo anders einer noch ab, oder wie? So. Ah, da ist es. Ohne Waffe ist das. Dreipulskanonengeschütz, aber Schaden 1,5. Naja. Hört sich jetzt nicht so doll an, ne? Da hinten leuchtet noch was schickes Grünes. Fliegen wir da hin? Holen das? Gehört jemand anders wahrscheinlich, oder? Solange der es nicht mitnimmt, nehme ich es dann gleich mit. Uns ist ja auch ein Anteil zugesprochen, ja, ne, weil wir auch gekämpft haben. Okay, ein ordentlicher Knall, da gab es jetzt auch ordentlich Material. Da wieder so viel. Keine Ahnung, was es war, dass es so ordentlich was gibt. Also die behakeln sich da immer noch, ne? Und da liegt immer noch das grüne Ding. Na komm. So, da. Sechs Credits. Machen wir mal den hier erstmal. Der ist weg. Hier ist noch einer einzeln. Der ist auch weg. Ja, die Folge ist ein bisschen überlang, ne? Ja, ich bin zu nah dran, wahrscheinlich. Geht nicht mehr, ne?
Und da gab es wieder ordentlich was. Da auch. Da gibt es nochmal, nochmal. Und dann ist es jetzt gleich alle. Ah, da sind jetzt nur noch Fragmente. Hier sammeln wir noch ein bisschen was von ein. Da ist noch eine größere Kiste, aber die kriege ich auch nicht. So, dann würde ich jetzt sagen, sehe ich es noch oder hat es jetzt doch eine eingesammelt? Ich glaube, jetzt hat es doch eine eingesammelt, ne? Jetzt ist das Bauteil. Oder es hat sich aufgelöst, weil es keiner genommen hat. Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Ein bisschen Abstand wieder gewinnen hier. Hier liegen ja noch genug Credits rum, so ist ja nicht, ne? Was ist das für ein Teil? Ach, der ist so weit weg, das ist noch ein ganzes Raumschiff. Okay, da gab es noch was. Die Antennen sind natürlich jetzt hier Fuddelkram, ne? Da ist noch ein größeres Stück. Kriege ich das noch? Ja. Das ganze Schiff ist auch nicht weit weg. Gehen wir mal ran, ne? Also ich glaube, es ist nicht schlimm und so, wenn man den Weltraumschrott hier ein bisschen wegräumt, ne, da hat keiner was gegen, glaube ich. Hier ist viel Eisen drin in dem Wrack, ne? Titan hat's auch. Jetzt müsste man natürlich gucken, ob man hier die Waffe sieht, ne, an dem Ding. Aber das ist nicht wirklich zu sehen, ne? Wo da das Beste ist oder nicht. Also man sieht hier sicherlich sind das die Teile, die Titan sind. Das kann man ja erkennen. Und dann kriegst du natürlich da am meisten Ressourcen raus, ne? Wie man jetzt hier gerade bei den Explosionen auch mitkriegt, ne? Ja. Ich hätte gern so ein Handelssystem oder sowas daraus gekriegt, weil das ist ganz brauchbar, ne? Ja, und die Folge wird immer länger. Oh, da gab es aber einen ordentlichen Knallrad. Okay. Ja, irgendwie ist jetzt schwierig, ne? Okay, da ist noch irgendwo Titan drinne, den nehmen wir noch mit. Ja, ich glaube, das war es jetzt, oder? Jetzt haben wir zwei geteilt auch. Dies rechts ist ja das Hauptstück noch. Fliegt ja nicht so durch die Gegend. Das linke driftet. Ja, das ist das Hauptstück. Ja, da ist auch das Hauptteil drin. Und das ist aber nicht irgendwie was Schönes. Das ist ein Quantum 3 Hyperrum Upgrade. Okay. Ja, dann würde ich sagen, können wir dieses hier mal so stehen und liegen lassen, würde ich sagen. Das bringt uns jetzt hier auch nicht wirklich weiter.
Hier sind zwar ganz viele Wracks, die können wir alle rausmachen, aber ich glaube, wir werden hier mal uns aus der Affäre ziehen, ne? Weil so doll ist es jetzt hier nicht. Gut. Fliegen wir mal weg und dann sehen wir zu, wo wir dann weiter landen. Kurz nochmal in die Karte geguckt. Wir wollen Richtung West, Nordwest oder sowas. Das könnte ja vielleicht da sein. Ne, das ist das Osttor. Da oben ist das andere Tor. Wahrscheinlich müssen wir dann da hin. Genau, das ist es. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.